Uns geht ein Licht auf und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Soma. Wir müssen immer noch den Router aktivieren, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Ist schon ein Weilchen her. Letztes Mal haben wir hier die ganzen Räume durchsucht. Ich weiß, wir können da hinten noch weiter, aber ich habe gerade hier beim Ding gefunden, dass man hier einen Lichtschalter hat. Also das ist natürlich viel angenehmer, deswegen schalten wir einfach Licht an, weil Licht ist gut. Und ich würde sagen, wir gucken auch mal direkt weiter. Wir haben hier noch Robin Bass und Martin Fischer. Okay, bei Martin. Haben wir auch einen Lichtschalter. Hier haben wir natürlich keinen Lichtschalter, aber wir haben ja noch unsere Taschenlampe. Nix im Schrank. Stuhl. Tastatur. Einer von diesen modernen Mäusen. Gucken, ob wir irgendwas in den Schränken haben. Ich dachte, gucken wir, ob wir irgendwas in den Schränken haben. Also einfach mal gerade mein Tab gewechselt, warum auch immer. Hier scheint aber auch nichts mehr zu sein. Können wir einfach ausmachen oder an. Dann ist hier wieder so ein was auch immer Teil. Das können wir wieder ein bisschen fisten. Tun wir das auch einfach. Wir haben dort angefangen, also können wir auch weitermachen. Keine Ahnung, was das bringt. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's that's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Die uns immer überall beobachten muss hier. So, Robin Bass. Mal weg hier. Oh, was haben wir denn hier so? Ein Bild. Die Typen sehen aus wie nicht von hier. Also, was heißt nicht von hier? Sehen asiatisch aus, aber Geschmackssache. Geräusche. Okay, hier ist nichts weiter. Mülleimer, wenn wir keine gucken. Was ist drin? Schere, noch ein Bild. Bathos 2. Schöne Familie. Wir müssen eh alle sterben. Ich bin voll dabei. Ich vertraue Sarang und der Kontinuität. Meeting 016. Message will be 30 Minuten later today. Stop it. Jo, mal gucken, was wir in den Schränken haben. Noch eine Bürste. Was ist das hier? Für Auntie. Ist das für die Großmutti oder für jemand, der Auntie heißt? Keine Ahnung. Ein Stück Seife. Oder Plastik. Wie sich's angehört hat. Eine schöne Blume. Der Stifterhalter. Hier steht nichts mehr. Diese ganzen Stühle hier sind doch so schwer. Kann man ganz schlecht greifen. Da fehlt's an. Der Hardware. Was haben wir hier? Stopsel. Original. Original, original. Plus und Intense. Menstrual Flow. Ach, ein Tampon sind das. Brauchen wir nicht. Hier sind Roboter. Musik, jetzt bitte keine Angst machen. Was ist das hier? Ah, schon so ein Knipser. Und Notizblock. So, da liegt noch ein Bild unter der Tastatur. Von der Möwe. Ja, sehr großen Möwen. Oh, noch ein Kätzchen. Welche Reiter? Riesenrad und großes Gebäude. Render. Ark. Hauptfamilienbild.
irgendwas im Hintergrund. Sieht aus wie diese virtuelle Realitätswelt, die wir da schon mehrmals gesehen haben. Ein bisschen rumwabbeln. Was haben wir denn hier? Na. Können wir doch nur angucken, was da drauf steht. Collect Reports. A bis Z, okay. Also irgendwas sowas. 3A828E. Interessantes Buch. Da scheint nichts mehr drauf zu stehen, das können wir nicht anfassen. Das geht nicht auf. Schon. Ein schöner Helm. Oh, und ein bisschen Blut, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, ich würde mal sagen. Kann man das wieder umdrehen? Azur ist ein bisschen fehlgeschlagen. Was haben wir hier noch? Eine spiegelnde Lampe, heißt das Bild ist laminiert. Die winken. Sagen vielleicht Tschüss zur virtuellen Realität oder Hallo oder was auch immer. Und da ist die Familie und spielt in der Parkanlage. Okay. Ich hoffe, das gefällt mir nicht, was ich da höre. Können wir das da hinhängen? Ich glaube irgendwie nicht. Was ist denn da hinten? Über Peter Stresky? Dann kann ich überhaupt nicht mehr lesen. Gut, hier haben wir nichts gefunden, was wir wollten. John Strohmeier, da können wir nicht rein. Debbie, was auch immer, auch nicht. Brandon Ben, Maggie Comrady. Kommen wir überall nicht rein. Hier waren wir, glaube ich, schon. Ja, hier waren wir schon. Das war der mit den Autos. Licht immer anbelassen, ist wichtig. Kann mich nicht mehr daran erinnern, waren wir hier schon? Ja, genau, das ist der Gang. Würde Karten spielen. Hier war ein Aufzugsschacht. Hochgehen konnten wir nicht, runter auch nicht. Wir hatten nochmal welche Aufgabe? Wir mussten. Das Ding da aktivieren. Zum Klo, da waren wir glaube ich aber auch schon. Ich habe wieder keine Ahnung, hier haben wir uns das erste Mal gesehen. Wir leuchten grün, haben wir das letzte Mal auch schon. Sind wir vielleicht, weil wir diese Dinger anfassen, auch schon infiziert? Wäre schrecklich. Das andere Klo. Da lang nichts weiter. Da hinten ist noch eine geschlossene Tür, das heißt, wir können hier lang gehen. Okay. Hier sind aber trotzdem schon die Türen offen. Alter. Der tappt hier dauernd raus, tut mir leid. Müsste jetzt aber eigentlich gehen. Mal die Stampe. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Okay. Hab mich auch nur dezent erschrocken, dass Steve immer angefangen hat zu reden. Was haben wir denn hier noch? Strasky,
Come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Naser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Hat sich also der Stresky umgebracht. Aber das haben wir auch schon gelesen, dass das hat, glaube ich. Was ist das denn? Scan-Gerät. Fehler. Verbindungsfehler. Ja, das schauen wir uns gleich an. Erstmal gucken wir hier noch ein bisschen rum. Da ist wieder unser Freund der Feuerlöscher. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Ja, gleich. Erstmal noch umgucken. Hier noch. Welcome to my place. When I started the ARC project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Vielleicht können wir uns noch irgendwas angucken und durchlesen. Hier sind überall Verbindungsfehler. Komischer Kasten. Eine Wasserflasche. This is where I would store the ARC scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Ja, die Frage ist, was gucken wir uns jetzt zuerst an, ohne dass es hier weitergeht, wenn wir uns am Ende den Rest nicht mal angucken können. Sagen wir, wir haben hier angefangen, also probieren wir es auch hier aus. Die Fehler behalten. Fehlercode, das und das. Keine Verbindung zum Hauptspeicherrechner möglich. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück oder wenden Sie sich in den Wartungsdienst. Ja, den Router zurücksetzen, das wurde uns schon mal gesagt. Nankom. Die Nanami-Struktur. Typ konformierter Nakajima-Neurograph. Kontinuierlich 21 Millisekunden. Aufgezeichnet Mittwoch, 12. März 2014. Verfasser Nakajima Shin. Testperson. Name Nanami. Geschlecht weiblich, geboren 11. Dezember 1997, gestorben 17. Juli 2021, Nationalität japanisch. Daten löschen? Warum sollte ich? Update. Ne, Berg. Die Paste-Daten, Dateien Berg. Typ komprimierter Nakajami-Neurograph, kontinuierlich 6 Millisekunden, aufgezeichnet 28. April 2015. Verfasser David Munchi. Testperson, Name Paul Berg. Geschlecht männlich, geboren 27. November 1984, gestorben 2. August 2069, Nationalität kanadisch. Munchie, das ist doch unser Doktor. David Munchie. How did this... What is this? Kontinuierlich 4 Millisekunden, aufgezeichnet Dienstag, 28. April 2015, Verfasser Paul Berg. Das ist doch sein Kollege gewesen, Paul Berg. Testperson David Munchie, Geschlecht männlich, 4. Oktober 1980, 23. Mai 2078, kanadisch. Und Jared? Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Kontinuierlich 5 Millisekunden, aufgezeichnet 2. Mai 2015, Verfasser David Munchie. Simon Jarrett sind wir, männlich 16. Juli 1988, gestorben 1. Juni 2015, kanadisch. Audioaufzeichnung. Postscan 2. Mai 2015. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. It's freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well? I feel excited. Can't wait to get back to the living. Leitplan 20. Mai 2015. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out.
You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Letzte Aufzeichnung am 1. Juni 2015. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now, the brain damage, you guys, everything, has made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Ja. Ich möchte mal gucken, ob in den anderen auch noch Audioaufzeichnungen sind. Warum sollte ich die Daten löschen? What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Gehen wir jetzt noch rüber. Gucken hier nochmal, aber die werden uns hier genau dasselbe sagen, dass wir uns mit dem Router verbinden sollen. Router im unteren Stockwerk. Router im unteren Stockwerk. So, dann könnten wir hier noch irgendwas drücken. Ah ja. Broken. Ah, wir suchen ja so eine noch intakte Diskette. Fast. Damaged. Ah, aussortieren kann ich. Da ist dein intakter aus. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Ja, vielleicht finden wir ja noch einen. Dann haben wir doppeltes Glück. Oder doppeltes Pech, nachdem. Frag nicht, ich hab irgendwie Bock, die alle rauszuziehen, wenn sie kaputt sind. Aber ich glaube, ich lasse das mal. Okay, hier ist nichts weiter. Hier auch nicht. Ja, da war genau noch eine intakt. Was für ein Zufall. Ah, so steuert man die Dinger. Das ist so ein Teil. Was soll ich jetzt damit? Die ist unwichtig, können wir löschen. Bringt uns doch gar nicht. Unnötig. Weiß nicht, ob ich da rein will. Aber ich gehe nochmal runter zum Server Room. Weil vielleicht kann die irgendwas mit den Chipsets da anfangen. War der da lang? Ich glaube, der war da. The legacy scan of me that was on the computer.
What did you use it for? It's a template that has an intelligence password already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have... The laboratory terminals have lost contact with the mainframe. We need to reset the router downstairs. Don't worry, I'll take care of it. Jetzt habe ich die versehentlich unterbrochen, aber das wollte ich vermeiden. Belastend. Ja, die wollen jetzt alle, dass ich runtergehe, heißt hier auch, ne? Wo ging's denn nochmal runter? Ich kann mich daran vielleicht nicht mehr ganz so gut erinnern. Hier schon mal nicht. Hier waren wir gerade eben. So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. Möchte noch mal nach. Lager, Labor, Wohnräume. Ah, das ist hier noch eine Tür. Soll ich die schon wieder übersehen? Da hinten ist das Projektding. I wonder what the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human son. Going by your reactions, I'd say you'd be pretty upset. Was ist das da? Welches ist das rote oder orange? Ah, das ist der Server. Und hier irgendwo müsste der Kollege sein. Bitte setzen Sie den Router zurück. Ich glaube, das ist der Router hier. Aber der Router ist ja irgendwo unten. Heißt der jetzt entweder hier irgendwo? Oder irgendwo in den anderen Räumen hier. Och, großer Leck. Oh. Oder ich tue einfach mal da. Soll das denn sehen? Okay, tschüss. Sind gar nicht da. Das ist eine Lüge. Zwei Sekunden. Kann das Ding bitte leiser sein? Ich muss das auslösen.
die da bitte mal weggehen. Gut aktiv. Jetzt können wir hoch. Ja, das hätte man natürlich auch mal die Folge folgen wissen können. Die vorherige Folge. So, was, wenn man da drin ist, rauskommt es nicht mehr. Jetzt können wir gleich wieder in ihr Labor da gehen. Was quietscht jetzt hier eigentlich jetzt halt so? Ja, zieh dich da mal auf, Kollege. Good job, Simon. This better have worked. I'm not going down there again. So, wir sollen ja dieses U-Boot da, Ding da mal zurücksetzen oder was auch immer. Also U-Boot. Ich weiß, wie das Ding heißt. Irgendwas mit D, Danuto oder irgendwie sowas. Das sollen wir irgendwie zum Laufen bringen, damit wir hier wegkommen. Aber vorerst wollte ich mir hier die Server angucken. Weil hier sind jetzt die Daten. Dateien. Lokal 34% frei. Scans. Hier Mung Read. Batch 9. Typ, konfirmierter Nakajami-Neurograph, konnte nicht 3 Millisekunden, Dienstag, 31. Juli 2003, Verfasser K. Finn Chan. Testperson, Imogen Reed, Geschlecht weiblich, geboren 4. Mai 2072, gestorben? Nicht. Nationalität amerikanisch. Hier cool. Guy Conrad, 3 Millisekunden, kontinuierlich, Sonntag, 7. Oktober 2103, Verfasser K. Finn Chan. Name Guy Conrad. Männlich, 31. Januar 2062, kann ich gestorben, Englisch, Nordengland. Testumgebungen, Tankfluten. Wassergefüllter Stahltank, sensorisch Begrenzer. Datei übertragen, Kopie an keiner. Scanner, mit Blutensitz bessere Fortführung für Arsch, nicht notwendig. Strand, verträglicher Außentest, angewendet auf Arc und Versee. Verträglicher Außentest, hervorragend, Daten von Bau rekonstruiert, nicht verwenden. Kopieren keiner. Kein externes Gerät. Ach so, okay. Netzwerkübertragung. Wir machen hier mal gar nichts, weil. Keine Ahnung. Go ahead, plug in that chip you found. Gleich. Scanlock. Arc Scanlock 2103. Shankresh, Catherine, 4. Juli, Ivanschki, Nikolai, 5. Juli, Phil Jasper, 6. Juli, Linfelsara, 7. Juli, Peterson, Ian, 8. Juli. Wolchek, Hinter, 10. Juli, Sarenmark, 12. Juli, Selbstmord. Arch-Projekt ausgesetzt, während Stromer den Tod von Sarg untersuchte. Ja, so ein paar Namen davon haben sich mehreren Luises umgebracht, Grau Nathan umgebracht, Finde Gavin hat Selbstmord begangen, Freya Astrid und Robin Bass auch. Stromer hat mich gerügt, noch einen Todesfall, damit sind wir erledigt. Guy Conrad hat sich umgebracht. Arch-Projekt ausgesetzt auf unbestimmte Zeit. Zeitplan. Angesichts des Scans. Irgendwann im September sind die Leute hier noch dran. Ist das da? Okay, nichts. Ein großes Nichts, was haben wir hier? Scan-Projekt aktiv. Schritt mit Scan-Daten einsetzen. Da? Nö. Oder? Hier. Steckplatz Chip. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Der eine Security Card hat. Batch 4, Juli, 7. Juli 2003, Verfasser Kate und Chan. Sarah Lindwell, weiblich, 25.74, grönländisch. Anmerkung sagt, sie würde beim Überbringen der Arch helfen. Mark Zaring, 3 Millisekunden, Donnerstag, 12. Juli 2023, Kate und Chan. Mark Zaring, männlich. Also September 2021, 12. Juli 2003, koreanisch. Anmerkung. Selbstmord wegen Kontinuität. Strohmeier ist wirklich sauer und hat die Sicherheit verstärkt. Projekte ausgesetzt. Brandon Van. Männlich. Letztes Oktober 2070, chinesisch. Delta-Flüchtling, Robotertechnik, arbeitet jetzt für Strohmeier. Was Robin. Weiblich, 10. Dezember 2072, gestorben.
dass da wegen Selbstmord amerikanisch noch so ein beschissener Kontinuitäts-Selbstmordstrom, er hat mich wieder aus meinem Labor gesperrt. Maggie, komm, Rebbi. Schließlich, wir sehen uns so ähnlich, in einem anderen Leben wären bestimmt beste Freunde. Wolczek, sie half mir dabei, das Wellenleck von Helm zu schneiden, wenn es irgendwas bringt, dann eventuell eine Abmildung des Hangovers nach dem Scan. Strusky war wie immer freudig und lustig. Sagt, sie würde beim Bau der Arch helfen, nicht aber bei ihrem Transport nach B, Costa Alice. Wir sollen noch irgendwas sicherheitsmäßig gucken. Ja, keine Ahnung. Hat das mal irgendjemand anderes gemacht als der Catherine Chan? Die zwei sind groß geschrieben. Peter Wojcik und Peter Streski ist Chan groß geschrieben, durch das ein Hinweis. Ja, laden wir einfach mal Streski hoch. No, won't work. We need someone from Theta Security Group. Ja, was weiß ich denn? Peter war doch bestimmt beim Security Trupp. That one won't work either. Look for security people at Kronstadt or Strohmeyer. Kronstadt oder Strohmeyer? Ja, die haben das Thema nicht drin, Kollege. Lindwall? Aber die, sagt, sie würde beim Überbringen der Arch helfen. Selbstmord. Hat die Sicherheit verstärkt. Delta-flüchtigen Robotertechnik, ja. Er arbeitet jetzt für Strohmeyer. Vielleicht ist er jetzt inzwischen Sicherheitsbeamter. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. Sag dich doch. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Umgebung keine Modul, kein Stopp. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wan. It'll all get better. No, that's a lie. You're lying. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Ja, so was aber nochmal. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Take it easy, Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! This setup won't work. We need something else. Wir brauchen irgendwas anderes. Wir müssen also noch Umgebung und Modul finden. Können wir hier drüben ein Modul einstellen? Wo ist man denn hier? Gut, wenn man sich überall umsieht, aber sowas vergisst. So, dann haben wir jetzt hier zwei Chips drin und beim nächsten Mal gucken wir dann uns an, was das jetzt verändert hat. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.